Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich den, zweiten Teil der Zuschauerpost, die ich so bekommen habe für dich. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen mal so durch die Pakete durchzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, ich habe am 12. November unseren kleinen Julius auf die Welt gebracht und da haben manche Zuschauer es sich einfach nicht nehmen lassen, mir auch ein Paket zu schicken. Ich habe euch ja auch schon einen Teil hochgeladen und es sind noch einige Pakete hier, die ich euch gerne zeigen möchte. Einfach, weil ich es schön finde, wenn dann auch diejenige, die mir das geschickt hat, sehen kann, wie meine Reaktion ist und so weiter. Und ich bin unglaublich dankbar und ich weiß auch gar nicht, was ich sagen soll, weil ich das unfassbar aufmerksam finde, dass da überhaupt an mich gedacht wird, dass an den kleinen Mann gedacht wurde und wir einfach dieses große Glück bekommen, so viele Geschenke zu bekommen zur Geburt. Also das ist echt Wahnsinn. Es ist nicht selbstverständlich und von daher sowohl für die ganzen Geschenke als auch für die ganzen Glückwünsche und all die lieben Worte, die wir bekommen haben. Nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön von uns, also unserer kleinen Familie, das heißt von Julius, von meinem Freund und von mir. Das waren so herzliche Worte, die uns erreicht haben. Das ist echt sehr schön gewesen in der etwas verrückten Zeit, die wir verbracht haben, sage ich jetzt einfach mal dazu. Ja, genau. So. Wir starten jetzt einfach mal mit dem ersten Paket, was ich hier stehen habe. Und zwar ist es von der lieben Bugs. Die liebe Bugs und ich, wir haben schon ein bisschen intensiveren Kontakt gehabt. Ich habe auch von ihr schon mal eine Bugs-Box bekommen. Und jetzt hat Bugs gesagt, sie schickt mir eine Babybox, eine Bugs-Babybox. Voll süß. Und hier haben wir dann einmal die Box, die ihr auch auf dem Thumbnail schon gesehen habt. Und zuallererst lacht mich auch ein Kärtchen an. Liebe Claudi, ich wünsche euch so viel Glück mit Mr. Bauchi und ich hoffe, die Sachen gefallen dir. Sie sind alle extra mit viel Liebe für dich gemacht. Liebe Grüße, die Bugs. Also vielen, vielen Dank. Definitiv, da gehe ich von aus. Also Bugs ist ein extrem empathischer, einfühlsamer und sehr, sehr liebevoller Mensch. Also so wie ich sie kennengelernt habe über Sprachnachrichten und so, ne? Also da in dieser Person steckt einfach so viel Freundlichkeit und Liebe. Das ist der Wahnsinn in Tüten, ich sag's euch. Und deswegen eine richtig schöne Karte. Ne? Mit einem Reh, was quasi das Kids. Ihr wisst Bescheid. Ach, was süß. Okay, dann gucke ich hier mal rein. Und ja, sie hat ziemlich viel auch Hand gemacht. Oh mein Gott. Hier sind, oh Gott. Handmade with Love steht hier auch tatsächlich drauf. Und mir sind direkt Babysöckchen entgegengeflogen. Also richtig süße Babysöckchen. Und die können wir gerade auch sehr gut gebrauchen, denn unsere Hebamme hat uns auch gezeigt, dass man diese Babysöckchen halt super über die Strampler drüber ziehen kann. Es ist jetzt einfach ein bisschen kälter draußen, ne? Und dann macht das durchaus Sinn. Deswegen vielen, vielen Dank. Und Söckchen sind einfach ein Träumchen. Und das sind zwei Paar, das ist sehr niedlich, ne? Können wir sehr gut gebrauchen. Ich habe hier direkt mir auch Tüten hingestellt, dass es dann auch gleich direkt in die Wäsche kommt. Oh mein Gott. Und dann hat sie hier auch noch Söckchen in Weiß. Zwei Paar reingepackt und die sind so winzig, süß, klein. Guckt euch das mal an. Ist das nicht süß? Da ist mein Finger jetzt drin. Oh. Ja, also dieses Video ist halt wirklich Cutiness pur, ne? Also so Babykleidung. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber ich gehe da halt voll drin auf. Das hier ist was, so ein Greifling, ne? Da haben wir einen Igel, sehr schön, sehr passend tatsächlich, erinnert mich an Irmgard. Und da dran hängt dann ein bisschen Stoff, da kann Julius dann auch ein bisschen das so anfassen. Und es passt halt zu seinem Zimmer, der hat ja so ein Waldzimmer. Da haben wir auch dann die Tiere des Waldes mit drauf. Das ist auch richtig, richtig hübsch. Praktisch finde ich hierbei halt wirklich, weil er wird es safe auch in den Mund nehmen und drauf rumkauen und so, ne? Dass du den Stoff hier abmachen könntest und den auch waschen kannst. Das finde ich auch sehr schön. Also ganz, ganz cool. Dann so ein Greifling auch noch mit einem Wal. Oh, das ist eigentlich total simpel. Aber das habe ich so im Laden zum Beispiel noch gar nicht gesehen. Mein Freund und ich sind auch sehr große Seefans. Deswegen passt es auch wie Poppes auf Eimer, sage ich jetzt mal dazu. Und das ist echt schön. Da kann hier auch sein kleines Händchen reingreifen und so. Ne? Dann habe ich hier, das dürfte ein drei Mulltücher sein. Spucktücher. Richtig gut. Die können, da kannst du nicht genug von haben. Nee, Handschuhe. Hä? Was ist das denn? Wie cool.
kannst du auch so mit der Hand reingehen. Das ist natürlich auch praktisch. Vom Stoff her ist es nämlich halt wie diese Spucktücher, ne? Deswegen dachte ich da gerade im ersten Moment dran. Ach, das ist ja cool. Ja, definitiv muss dann erstmal natürlich alles schön in die Wäsche. Da ist mein Freund jetzt gerade nämlich auch sehr fleißig dabei, die Wäsche zu übernehmen. Okay, wow. Hier habe ich ein Buch. Da gucke ich doch mal rein. Oh, ja, als erstes habe ich hier noch, das ist so ein, das ist Deko. Ein Glöckchen war da dran. Das klebe ich mir mal hier einfach auf ihre Karte. Das finde ich nämlich süß mit der Schneeflocke. So. Ein Vorlesebuch, oh, sowas finde ich klasse. Raschel, raschel, Entschuldigung. Die Abenteuer des Olli Glockenherz, William Joyce. Das ist ja süß. Das ist echt süß. Im Königreich der Kuscheltiere gibt es viele Geheimnisse. Wenn zum Beispiel ein Kind einen Stoffhasen zu seinem liebsten Kuscheltier ernennt, dann passiert etwas Magisches. Das Kuscheltier erwacht von allen anderen unbemerkt zum Leben. Und die zwei werden für immer und ewig unzertrennliche Freunde. Olli ist so ein Lieblingskuscheltier. Er und sein Junge Billy bestehen gemeinsam die aufregendsten Abenteuer. Deshalb ist Billy untröstlich, als sein Olli eines Tages verschwunden ist. Er spürt, dass der Hasenbär in großer Gefahr sein muss, und obwohl es Nacht ist und gegen alle Regeln verstößt, macht er sich auf den Weg, um Olli zu retten. Noch nie war ein Junge so mutig, ein Hasenbär so tapfer und eine Rettungsmission so spannend. Das ist ja ein süßes Buch. Oh mein Gott, wie cool. Vielen, vielen Dank. Und ja, das können wir dann als Vorlesebuch einfach verwenden. Oh, schön. Und da sind dann auch so Bilder mit drin, ne? Ach, ich liebe sowas. Das finde ich richtig, richtig cool. Ein mega krasses Abenteuer. Abenteuer? Okay. Aufregend. Ja, richtig, richtig toll. Das kommt dann auch auf jeden Fall gleich direkt ins Kinderzimmer. Und da haben wir auch unseren Vorlese-Schrägstrich-Stillstuhl. Und dann kann man das auf jeden Fall ihm mal vorlesen, dass er dann ganz entspannt einschläft, ne? Das ist toll. Dankeschön. So, hier ist so viel drin. Also ich finde, es ist einfach krass, ne? Und hier haben wir auch immer diesen Sticker Handmade with Love drauf. Und da schaut gerne mal bei Bugs vorbei. Ich verlinke euch in der Infobox auch gerne mal ihr Instagram. Und genau, weil sie dort auch wirklich sehr schöne Sachen zeigt. Und genau, schaut einfach mal vorbei. Was ist das denn? Was ist das denn? Das ist eine ganz aufregende Schnullerkette, um das mal so zu sagen. Und das hat sie auch selber gemacht, ne? Das ist ein Drache. Also im Prinzip ist es so ein Schmusetuch mit Kuscheltier und Schnullerkette dran. Das ist ja cool. Das ist richtig, richtig cool. Und der Schnuller ist quasi der Schwanz von dem Drachen. Das ist innovativ. Wie süß ist das bitte? Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob man dann bei ihr als Auftrag sowas fertigen lassen kann. Ich meine, sie ist beruflich Porträtmalerin, ne? Also wie gesagt, schaut gerne mal bei ihr vorbei. Und wunder, wunder, wundersüß. Und es fühlt sich auch so schön an. Das ist halt das Coole. Dann hat man nämlich diese unterschiedliche Haptik, weil das hier ist so geriffelter Stoff, dann hast du hier normalen Stoff, dann hast du hier teilweise auch dieses filzige, flauschige, ne? Das ist echt süß. Und das ist Kunst. Also ich kann sowas nicht. Ich bin ja zwei linke Hände bei sowas, ne? Die Frax sagt mir so nichts. Ist natürlich total praktisch, dass das mit dem Schnuller. Finde ich voll süß. Wirklich. Ich weiß gar nicht. Ich finde das oberkrass, weil ich sowas einfach nicht kann, bin ich da halt immer auch total geflasht. Und sie hat mir Monate, bevor Julius überhaupt geboren wurde, auch schon so Bilder geschickt, immer mal wieder, und auch gesagt, ne, so und so. Welcher Stoff gefällt dir und so. So heftig. Oh mein Gott, das ist süß. Wer kennt noch Diddle? Wer kennt ihn noch? Das ist so, damit bin ich groß geworden. Und das hier ist dieser Bär. Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Auf jeden Fall hat sie das auch wohl selber gemacht aus einem Stoff oder drauf genäht. Und das ist, glaube ich, eine Spieluhr, oder? Ja. Diese süße Spieluhr spielt tatsächlich Lalilu. Oh, ist das süß. Und das ist für mich halt Kindheit pur, ne? Also, meine Kindheit bestand aus Diddleblätter sammeln und Tralafitti. Also, mega. Mega, mega, mega. Und das ist alles so, wenn man hier reinfasst, hast du direkt diese Plüschi-Sachen. Das ist so schön.
Wow. Hier haben wir dann von Minnie Maus ein Mützchen drin. Oh, da muss Julius aber noch reinwachsen. Noch ist es ein bisschen groß, muss ich gestehen. Aber das ist schon mal sehr, sehr cool. Und passend dazu dann auch noch ein Oberteil. Ich hoffe, dass Julius damit klarkommt, weil Julius ist ja definitiv ein Junge, dass er dann Minnie Maus trägt. Wisst ihr, was ich meine? Da muss ich echt mal schauen. Aber es ist selbst genäht und ich finde es wunder, wunder, wunderschön. Sehr speziell tatsächlich, aber das kannst du auch schön an- und ausziehen. Aber da muss der kleine Mann natürlich noch reinwachsen. Passt halt wirklich noch in 50, 56, ne? Also das ist so aktuell so seine Größe. Das heißt, es wird noch etwas dauern, bis er hier reinpasst. Vielleicht nächsten Winter, da kann ich mir das vorstellen. Aber ja, und hier ist Wish Art, hat sie auch reingemacht. Ist es denn tatsächlich deine Marke, Bugs? Kann das sein? Das ist natürlich süß, ne? Cool. In die Wäsche. Und das sind so Wimpel. Oh ja, das kann man natürlich dann als Deko machen. Und das passt auch in sein Waldzimmer rein. Da haben wir einen Fuchs und einen Elch und einen Uhu. Richtig cool. Ach Mensch. Ne? Eine Wimpelkette. Das ist hübsch, das ist Deko. Ja, sein Zimmer ist halt auch noch relativ kahl, da bin ich ehrlich. Es füllt sich jetzt nach und nach mit diversen Sachen, aber das hier kann ich mir auch gut vorstellen, dass ich das dann bei der Gardine zum Beispiel aufhänge. Das passt farblich nämlich auch, weil die in so einem ganz hellen Grün, das habt ihr ja bei der Baby Room Tour auch schon gesehen. Und da dann die Kette mit aufhängen. Richtig cool. Das ist süß. Ja. Oh, da hat sie mir noch weitere Sets genäht. Wie schön. Da haben wir hier ein Mützchen. Oh, oh. Das ist so süß. Okay, mit den Sternchen drauf. Und dann haben wir hier einen kleinen Strampler. Love. Ich hoffe, dass ihm das dann tatsächlich passt, wenn hier im Sommer, ne? Guck mal, wie niedlich. Und das ist auch mit dem Bärchen. Oh, das ist so süß. Oh mein Gott, dieser Bärchenstoff ist einfach so traumhaft, weil das ist auch der Spitzname von meinem Freund. Also wenn ich ihn, ne, rufe. Bärchen, unter anderem. Da gibt es auch noch andere. Ein kleines Lätzchen haben wir hier auch noch mit dabei. Oh mein Gott, guck mal. Oh, das fühlt sich auch richtig schön an. Ein kleiner Buddy. Also sowas trägt Julius aktuell auch super viel, ne? Diese Langarm-Buddies. Aber ich glaube, das hier ist jetzt wirklich noch zu groß. Da wächst er wohl rein. Und eine Hose, wie geil ist die bitte? Oh mein Gott. Und dann dazu passen natürlich die Söckchen, die wir ja schon haben, ne? Oh, es ist so süß, so unendlich süß. Und dann kannst du es auch hochklappen für Nierenwärmer. Geil. Bugs, du bist echt so kreativ. Im Leben ich niemals. Oh mein Gott. Und dann haben wir hier auch noch so ein Set mit so einem süßen Zebra drauf. Und auch so Blumen. Da ist dann drin, oh, es ist so süß. So eine Mütze. Mützchen braucht man. Die sollen ja keinen kalten Kopf kriegen. Dann auch ein Langarmstrampler. Oh, Mom! Wie unglaublich süß ist dieser Elefant. Komme ich nicht drauf klar. Ist das niedlich. Ist das niedlich. Ich habe so ein, bei Aldi gab es die gerade, ne? Diese Wäschekörbe oder Wäschebehälter. Die, also da steht einer von bei uns neben dem Wickeltisch. Und da ist auch so ein Elefant drauf. Wie süß. Oh mein Gott. Das ist echt mega cute. Und dann noch dazu passend die Hose. Ne? Das ist dann wirklich für den Sommer eher ein Outfit für ihn. Ich weiß nicht, wie schnell Babys so wachsen. Ich weiß auch nicht, welche Größe das ist. Das muss ich dann mal gucken. Oh, und dann habe ich hier noch ein... Also du bist echt wahnsinnig krass, dass du so viel für uns genäht hast. Das ist wirklich schön. Süß. Das ist so ein lockiges Kind mit seiner Möwe. Okay. Ich weiß nicht, ob man die kennt. Also die beiden, ne? Die Möwe und das Kind. Ich finde es auf jeden Fall süß. Und dann haben wir noch ein Strampler dazu. Hi, das finde ich cool. Vielen, vielen, vielen Dank, liebe Bugs. Also das wird jetzt gewaschen und kommt dann in seinen Schrank. Ich liebe Sachen in seinen Schrank einzuräumen und dann so durchzustöbern und alles riecht nach Babysachen. Lieben wir. Und das, was sie mir auch angekündigt hatte zu machen, hat sie hier auch noch mit beigelegt. Und zwar so eine Wickeltasche und die hat sie selber gemacht. Ich finde sowas unfassbar krass. I could never.
richtig süß mit diesem Pferdchen und einem Esel und hier Entchen und Gänse und was ist das denn alle hier? Richtig niedlich auf jeden Fall. Ne? Ja. Wow, wow. Oh, das ist so praktisch. Du hast dann auch direkt diese Wickelmatte mit. Huch. Das ist einfach praktisch. Ja, und dann kann man ihn da mit wickeln. Genau, da kannst du hier die Knöpfe nämlich lösen. Oh, sowas ist so praktisch, Leute. Genau, dann hat man nämlich hier auf dieser Seite, ne, kannst du dann hinlegen, so eine Fläche, wo das Baby dann auch drauf kann, dass du es wickeln kannst. Und das ist dann auch relativ abwaschbar. Das ist so geil. Oh. Und auf der anderen Seite hat sie mir auch Sachen reingepackt. Da bin ich immer gespannt. Ein Windelfach ist hier mit dabei, hat sie mir drauf geschrieben. Ne? Dann haben wir hier Babytime Feuchttücher sensitiv. Ja, da können wir ordentlich gebrauchen, wirklich. Also da muss man wirklich sagen, ne? Die nehmen wir auch immer beim, also von verschiedenen Marken halt, ne? Beim Wickeln. Dann habe ich hier noch, oh ja, eine Penatencreme, ganz klassisch. Dann das Penatenpuder. Oh ja, sowas kann auch die Mami sehr gut gebrauchen. Und dann haben wir hier noch tatsächlich so ein paar Waschlappen mit drin. Und das ist etwas, was meine Mama auch sagte. Oder sind das jetzt Tücher? Nee, das ist ein Waschlappen. Meine Mama hat nämlich gesagt, Claudi, du musst eigentlich neben deinen Wickeltisch auch immer so eine Schale mit Wasser machen, dass du einmal kurz so abwischen könntest. Ne? Ich glaube, jetzt, wo er halt die gute Muttermilch bekommt, ist es noch ein bisschen was anderes, als wenn er dann später noch Beikost oder so hat. Genau, ja, habe ich noch einen Waschlappen. Und ein Spucktuch. Das ist nie weg. Das ist so wichtig, wirklich. Also das haben wir jetzt auch schon gemerkt, du kannst nie genug Spucktücher haben. Vielen, vielen, vielen Dank, liebe Bugs. Also das ist ein ganz tolles Geschenk. Da werden wir lange Freude dran haben. Auch die liebe Marion und ihre drei Imperatoren haben dem lieben Julius einen kleinen Gruß zukommen lassen. Wobei, wenn ich hier reingucke, sehe ich auch was für meinen Freund. Das ist natürlich total cool. Und vielleicht ist sogar was für Sammy mit dabei. Müssen wir mal schauen, denn hier habe ich schon direkt ein Lego-Heft oben aufliegen. Hier haben wir eine Karte. Let's travel the world. Okay. Hallo, liebe Claudi, Sammy und Family. Etwas für dich, etwas für Baby, etwas für die großen Kinder. Zwei- oder vierbeinig. bald ist der kleine Mann da und er wird die beste Mama der Welt haben. Oh mein Gott, du Süße. Wow. Hinter jedem großartigen Kind steht eine Mutter, die sich ziemlich sicher ist, alles falsch zu machen. Oh mein Gott, du triffst sowas von ins Schwarze damit. Ständig struggle ich damit. Und ich bin sehr froh, dass meine Hebamme regelmäßig vorbeikommt und dann notieren mein Freund und ich immer Fragen. Und dann wird sie bombardiert, ob wir das alles richtig machen. Ihm geht's gut, mir geht's gut, alles ist gut. Ich muss mir keine Sorgen machen und trotzdem fühle ich mich wie die Rabenmutter vor dem Herrn. Ich sag's euch. Nicht von mir geborgt und als passend empfunden. Ein Zitat, ja. Alles Liebe von Marion und den Imperatoren. Vielen, vielen Dank, liebe Marion. Und ja, da hat mein Freund auf jeden Fall hier schon mal was zu tun, was sehr cool ist. Der ist immer total baff, ne? Wenn ich dann so, hier, guck mal, da habe ich auch was für dich. Dann guckt er mich immer an. Hä, wie, du hast was für mich? Ich so, ja, da hat die Marion dir was beigepackt. Oder, ne, jemand hat dir was dabei gepackt. Und das findet er immer total cool. Und hier haben wir Rätselspaß für Zauberschüler mit Minifigur Sirius Black. Wie cool ist das denn? Ja, und mein Freund hat ja auch seine Lego-Affinität. Besteht er ja drauf wie sonst was, ne? Also von daher sage ich mal in seinem Namen vielen, vielen Dank. Finde ich auf jeden Fall sehr cool. Ab 6 Jahren übrigens. Jetzt gucke ich erstmal die Sachen an, die nicht so ganz eingepackt sind. Da habe ich einmal für mich Maske Fruity Chocolate, okay, regeneriert die Haut mit Kakaobutter und Granatapfelextrakt. Intensiv pflegend für jede Haut. Kann das wohl, dass Balea irgendwie die Sachets kleiner gemacht hat? Ich meine, man muss ja sparen, ne? Das ist eine Limited Edition, 2x8 ml. Weiß ich nicht. Waren das nicht sonst immer 10 Milliliter? Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare, ob ihr euch daran erinnern könnt. Egal, also ich denke, das wird schon ausreichen. Ne? Dann Facial Sheet Mask Refreshing and Moisturizing with Orange Extract mit Prinzessin Jasmin. Sowas finde ich großartig, liebe ich. Und ich mag sowieso total gerne Masken, das weiß Marion aber auch. Dann Mickey Mouse Facial Sheet Mask Cleanses Your Pores and Removes Dirt and Oil. Mhm. Eine klärende Maske, die werde ich jetzt wahrscheinlich in der Stillzeit auch wohl öfters mal gebrauchen können.
Sweet Cutie Holiday Candy Sheet Mask. Oh, wie süß. Einmal Selfie Sheet Mask mit Strawberry Scent. Oh mein Gott. Ja, das werde ich euch definitiv dann auf Instagram zeigen, wie ich damit aussehe, weil die ja ganz offensichtlich bedruckt ist. Und ich mag das ja immer ganz gerne, wenn ich euch dann auch mal ein bisschen zum Lachen bringen kann. Ne? Feiere ich total. Dann noch ein bisschen Naschi. Das finde ich auch sehr gut. Ich bin ja eine Naschkatze. Prinzenrolle Minis. Die sind wirklich klein, ne? Aber das ist halt so für wirklich, die stelle ich mir dann irgendwie auf meinen Nachttisch und dann kann ich mir die halt gönnen. Das ist halt meine ganz praktische Geschichte, weil ich jetzt natürlich nachts relativ häufig wach werde und ja, relativ häufig, es geht halt, ne? Aber trotzdem. Und dann habe ich immer gerne entweder Duplos da stehen oder dann halt auch Kekse. Das ist das einzige Mal, wo ich mir dann auch gewähre, im Bett zu essen. Sonst bin ich ja nicht so, dass ich sage, im Bett darf man essen. Sehr streng. Nature Valley Crunchy Peanut Butter. Oh ja, lecker. Das ist auch so ein Energiekick für zwischendurch. Mega. Dann habe ich hier was Eingepacktes in einem Simba-Geschenkpapier. Wie süß ist das, bitte schön. Ne? Mhm. Open Me. Hä? Colored Lip Gloss. Das ist natürlich süß, ne? Eine fancy Verpackung. Wie geil ist das, bitte? Das sieht richtig süß aus. Gucken wir mal. Oh nein, es ist pink. Es ist leicht übertrieben, ne? Hat einen intensiven Duft, Marion. Passt zum Outfit heute tatsächlich, ne? Ich finde es irgendwie voll geil. Also ganz ehrlich, ich feiere das. Weil das so eine schöne Verpackung hat. Und da bin ich ja auch Verpackungsopfer, ne? Voll süß. Lipgloss Pink. Ja, ne? Geht vollkommen klar. Stelle ich mich hier hin. dann habe ich hier was von, für Sammy mit dabei. Nicht von Sammy. Dokas, das mag der auch gerne. Hühnerbrust mit Apfel. Mm. Ja, der darf nicht vergessen werden. Das hat meine Oma schon festgestellt. Die sagte uns nämlich, als Julius geboren wurde, ja, aber vergesst nicht Sammy, nicht, dass der eifersüchtig wird. Ich sage, nein, Oma, keine Sorge. Also wenn einer niemals Sammy vergessen wird, dann sind wir das definitiv. Kommen wir zum nächsten Schätzelein. Als wäre Weihnachten und alles zusammen. Oh mein Gott. Barbie x Colourpop, die Malibu Barbie Palette. Oh mein Gott. Ich glaube, das wird jetzt sehr kitschig, aber sehr, sehr cool. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja. Ja, das ist für die Mutti, ne? Die Mutti, die halt tatsächlich auch, wie man ganz offensichtlich sieht, nach wie vor Bock haben wird, sich auch weiterhin zu schminken und weiterhin ihren Beruf auszuüben, nämlich hier. Finde ich großartig. Und ich muss auch ehrlich gestehen, es ist eine ganz andere Geschichte, wenn du halt das selber bestimmen kannst, wann und wo und wie du das Ganze gestaltest, als wenn ich jetzt einen Arbeitgeber hätte, der mir im Nacken säße oder so. Das ist schon was anderes, ne? Deswegen ist es für mich halt so, dass ich sage, ich gönne mir das. Also für mich ist es ja auch Me-Time, hier mit euch zu sitzen und zu quatschen, während mein Freund unten sich um Julius halt kümmert, ne? Von daher ganz entspannt. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Das ist was zu futtern, oder? Hört sich so an. Ja, Toffifee. Nom, 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 nom. Liebe ich. Toffifee sind so wichtig im Leben, Leute. Ich sag's euch. Nom. Und das nächste, mal gucken, ist ein bisschen weicher. Nein! Nein! Mein Freund wird ausrasten. Ernsthaft wird er. Ich glaube, das hat ihre Freundin genäht. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Es ist mit Baby Yoda! So, holen wir kurz die Stimme wieder zurück. Wie niedlich ist bitte dieser Buddy? Oh mein Gott, ist der süß. Ist der süß? Und mein Freund steht total drauf, wenn Julius was Dunkles trägt, weil, kann ich ja sagen, Julius hat sehr dunkelbraune Haare und sehr viele und kommt dementsprechend nach meinem Freund und das wird er lieben. Weil das halt auch so dunkel ist und so, ne? Und danach Baby Yoda und ey, Marion, danke. Voll geil. Und von innen auch richtig schön flauschig. Hm. Und wisst ihr, was auch so geil ist? Die Druckknöpfe hier unten sind einfach Sterne. Oh mein Gott, ich raste aus. Danke. Es ist einfach der Wahnsinn. Okay, weiter. Marion, was ein geiles Paket ist das?
noch mehr Colourpop. Eieiei, du bist auch verrückt, ne? It's My Pleasure Pressed Powder Palette. Da habe ich, glaube ich, auch die grüne, ne? Die Lackpalette. Oha. Ja, da muss man mutig sein. Passt jetzt aber auch gerade mega. Also das hier würde jetzt looktechnisch voll zu Haarvieh und Oberteilvieh passen, ne? Das ist natürlich richtig geil. Und Colourpop hat halt wirklich eine schöne Quali, ne? Wahnsinn. Muss ich halt nur mutig sein. Bin ich ehrlich? Bin ich manchmal? Nicht immer. Gerade lila ist bei mir immer so eine Sache, dass ich so nach dem Motto lila mein letzter Versuch immer sehr vorsichtig bin, obwohl zum Beispiel andere, so Sarah Isabel und so, die sagen, ey, trau dich, ne? Passt, kannst du machen. Und ich denke mir immer, wenn ich das schminke, dass ich aussehe, als hätte ich einen auf die Mappe gekriegt. Dann habe ich hier ein großes. Könnte ein Buch sein. Tatsächlich habe ich selber mal vor, wann war das? Anderthalb, zwei Jahren angefangen, ein Dankbarkeitstagebuch zu schreiben, weil ich psychisch nicht ganz auf der Höhe war, um das mal so zu sagen. Und hier hat sie mir mein Dankbarkeitstagebuch Gute Gedanken für mehr Achtsamkeit reingelegt. Sehr, sehr cool. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt aktuell dann verwenden werde, ne? Aber vielleicht einfach mal ein paar Monate ins Land ziehen lassen. Einfach weil ich jetzt gerade, glaube ich, einfach keine Zeit und keine Ruhe dafür hätte. Ich habe jetzt gerade ein Neugeborenes, das ist jetzt ein bisschen schwierig. Aber ich weiß ganz genau, was sie damit meint. Und ich habe tatsächlich auch, wie gesagt, selber, ja, es müsste vor zwei Jahren gewesen sein, als ich den richtigen Tiefpunkt hatte, auch mit sowas angefangen, einfach um mich jeden Morgen, jeden Abend selbst zu motivieren und einfach ein paar liebe Worte auch für mich und für die Dinge, die ich über den Tag erlebt habe, zu finden. Das ist einfach wichtig, tatsächlich, ne? Dass man sich das auch mal vor Augen führt, manchmal. So, dann habe ich hier was ultra krass Eingepacktes. Grün und niedlich. Oh, stand überall was drauf und ich habe es nicht gesehen. Nee, ich glaube nicht, oder? Wenn ja, Marion, dann tut es mir leid, dann bin ich eine Blindflansch. Dann ist das so, ne? Grün und niedlich, da gucke ich mal. Vielleicht ein grünes Nachtlicht mit einem Frosch oder so? Nein, natürlich nicht mit dem Frosch, Claudi. Oh mein Gott, Star Wars Mandalorian. Eine Tasse. Ja, grün und niedlich, das ist Grogu. Grogu, so heißt der, ne? Precious Cargo. Wie er einfach guckt. Ne? Captain Brummel. Richtig cool. Vielen, vielen Dank. Können wir auf jeden Fall gut gebrauchen. Bei uns Scherben bringen Glück, aber manchmal fliegt auch mal eine Tasse daneben, tatsächlich. Ja, vielen, vielen Dank, liebe Marion. Das sind sehr, sehr coole Sachen für die ganze Familie, tatsächlich. Auch an Sammy wurde gedacht, das war sehr cool. Und ja, ich werde auch immer wieder gefragt, wie reagiert Sammy auf Julius? Easy. Also anfangs sehr zurückhaltend, tatsächlich, ne? Aber schon neugierig, wie er halt so ist. Also vorsichtig neugierig. Und jetzt mittlerweile ist es so, dass die halt auch irgendwie schon eine Beziehung zueinander aufbauen. Das merkst du schon. Die beiden gucken sich gegenseitig an. Julius lächelt ihn an. Sammy stellt die Ohren auf und wedelt mit dem Schwanz. Ne? Das ist schon knuffig mit den beiden. So, jetzt habe ich als nächstes von der lieben Melli ein Paket bekommen. Und von ihr habe ich tatsächlich auch noch ein weiteres Paket bekommen. Und zwar ein Adventskalender. Die hat mir letztes Jahr ja schon so einen richtig krassen Adventskalender gebastelt. Und jetzt hat sie mir schon wieder eingeschickt. Wahnsinn. Habe ich von der Packstation abgeholt. Durfte ich gerade noch so tragen. Also richtig heftig. Also da bin ich echt gespannt. Und da freue ich mich auch jetzt schon auf die Weihnachtszeit. Aber jetzt zuallererst ein kleiner Gruß zum Baby. Sieht schon sehr gut aus. Hey Claudi Maus. Für die letzten Tage bis zur Geburt noch ein wenig Entspannung. Das Paket habe ich dann tatsächlich erst nach der Geburt bekommen. Ich hab dich lieb, deine Melli. Also vielen, vielen Dank, liebe Melli. Das sind aber Sachen, die ich mir tatsächlich dann jetzt gönnen darf. Das ist einmal Chocolate Dream Tuchmaske. Ich habe die LE verpasst. Da hat sie mir richtig gegönnt. Wie geil. Einmal hier mit der dunklen Schokolade. Oh, richtig cool. Da freue ich mich mega drauf. Und dieses Einhorn und dieses Design, das ist so wunderschön. Also Balea hat es einfach drauf mit Design, oder? Dann hier mit weißer Schokolade. Ich hoffe auch, dass es wirklich nach weißer Schokolade riecht, denn ich liebe weiße Schokolade. Und dann die Fußsockenmaske für gepflegte, weiche Füße. Finde ich großartig. Kann ich auch wirklich gut gebrauchen. Und mittlerweile komme ich auch wieder ordentlich an meine Füße dran. Läuft. Dann hat sie halt mir die ganze LE. Wie geil. Die entsprechenden Augenpatches auch mit dabei. Mega, Leute. Also danke, Melli. Das finde ich gerade so cool. Ich habe das nämlich gesehen bei Ninas Kosmetik. Die hat die LE nämlich auch gezeigt in dieser, ne, das präsentiert sie ja immer in dem Format, die Limited Editions, die reinkommen. Genauso wie Sarah Isabel auch, habe ich auch gesehen. Und ich habe mir gedacht, oh, ich will es unbedingt, aber ich
pack's nicht zu DM zu kommen, ich bin einfach zu kugelig, ne? Ja, und dann war sie irgendwann ja auch vorbei. So, und dann habe ich hier Chocolate Dream noch die Handschuhmaske. Auch sowas kann ich sehr gut gebrauchen, denn gerade jetzt brauche ich ja schön weiche Hände. Und ich wasche mir jetzt natürlich noch ein paar Mal öfter die Hände. Und ja, dann, ne, dann habe ich jetzt auch sehr raue, trockene Hände und das ist halt schade. Und dann, ja, so eine Handschuhmaske kommt dann auf jeden Fall richtig gut. Dann habe ich noch ein bisschen Futter hier mit drin. Na, einmal karibische Mango, fruchtig, exotisch, nach karibischer Art, von Teekanne. Das ist auch sehr, sehr cool. Also das ist ein Tee und wir trinken gerade auch richtig viel Tee. Also dementsprechend ist das voll schön. Und dann habe ich hier noch mit drin, oh, no, Little Peanut Monster, Schoko Peanut Butter Pretzel. So monsterlecker. Ich glaube, die kommen dann auch tatsächlich direkt an mein Bett, wa? Vollmilchschokolade gefüllt mit Erdnusscreme, dekoriert mit Laugengebäck und Karamell. Boah. Leute, das ist ja krass. Sowas habe ich noch nie gesehen. Das sieht so geil aus. Also ich mag ja gerne dieses Süße zusammen mit salzig und so, ne? Oh, da läuft mir gerade alles im Mund zusammen. Spock drauf. Und dann haben wir hier noch allerhand Naschis. Das ist sehr, sehr cool. Also vielen, vielen, vielen Dank. Das ist wirklich eine komplette Zuckerschock-Box gewesen. Melli, ich finde es sehr cool und das wird nicht lange überleben. Das heißt, wenn das Video online ist, dann sind die Sachen wahrscheinlich schon aufgemopft. Wahnsinn, Leute. Also ich zeige euch jetzt mal das vierte Paket und ich glaube, dann mache ich einen Cut und mache dann quasi wirklich noch einen dritten Teil. Hier habe ich nämlich ein Riesenpaket von der lieben Sebasti bekommen, von der lieben Seba Sweet Beauty. Schaut auf jeden Fall bei Instagram mal bei ihr vorbei. Die postet auch super coole Rabattaktionen und so, also ganz, 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 ganz großartig. Und ich meine, vor 2 Jahren hat sie auch ihr Baby bekommen und wir sind wirklich, seitdem ich mit YouTube angefangen habe, auch immer wieder in Kontakt. Richtig, richtig cool. Also quasi eine Followerin der ersten Stunde. Und ja, die hat mir dann einen Riesen geschickt. Oh mein Gott. Tada! Oh mein Gott. Okay. Das hier ist das Füllmaterial. Und dann habe ich hier herzlich willkommen, Mr. Bauchi. Wie süß ist dieses Geschenkpapier, bitte. Mit diesem kleinen Jungen, der da Blödsinn macht. Und vor allem hier einfach mal in einem Luftballon abchillt mit seinem Hund. Oh, das will man ja gar nicht kaputt machen. Oh mein Gott, wie krass ist das denn, bitte schön? Okay, also hier sind 2 Sachen noch mit reingepackt. Das ist für mich. Aber das hier, oh, geil, ein 5-teiliges Set ist das und da hast du dann, oh, richtig süß, einen großen Teller und eine Schale mit dabei und hier auch ein bisschen Besteck, einen Löffel und eine Gabel. Wie geil ist dieses Set, bitteschön. Und dann noch so ein kleiner Becher, ne? BPA-frei, Mikrowellen geeignet, Spülmaschinen geeignet, perfekt. Lustiges Kindergeschirr. Wie süß. Cool. Okay, Nervennahrung für Mama und Papa. Für Mami und Papi. Mal gucken, ob Papi davon noch was abkriegt. Oh, schwierig, schwierig. Ganz schwierig. Also schwierig, dass Papa davon irgendwas abkriegen sollte, ne? Also okay, hier sind 2 Nikoläuse mit dabei. Das ist okay, da kann Schatzi auch einen von abhaken. Na gut. Na, es ist sogar noch ein 3. Wenn ich gnädig bin, dann darf er das haben. Dann die Beauty Sweeties, die sind für mich. Coenzym QC mit Aloe Vera und Biotin. Liebe ich. Also die nasche ich dir wirklich so weg. Einfach so. Und dann ist ja noch eine Schoki mit drin. Milka Sweet Winter Alpine Milk Chocolate. Ich glaube, die wird mein Freund sich hart gönnen. Und ich guckt euch nur das Motiv an, Leute. Mit diesem Dackel. Oh mein Gott, ist der Dackel niedlich. Das ist auch irgendwie zu schade, um es zu essen, oder? Ich finde es voll cool. Also Dankeschön. Das ist richtig geil. Dann ist hier noch Me Time für Mama Audi mit dabei. Und das darf man nicht vergessen, das ist tatsächlich sau wichtig, dass man sich halt nicht selber vergisst bei der ganzen Geschichte. Ne? Denn es ist so, ich mache die Nächte natürlich auch mit meinem kleinen Mann durch und man tut und macht und ne? Alles, was ist halt so, was geht. Und dann sollte man sich aber vielleicht einfach mal am Tag so eine kleine Auszeit gönnen.
5 Minuten, 10 Minuten, so viel wie man braucht, um einfach mal klarzukommen. Und hier habe ich eine kleine Maskenparade am Start. Hydrogel, Augenpads mit Hyaluron, Drachenfrucht und Vitamin C. Sehr geil. Dann die Hydrogel-Augenpads, die habe ich ja noch nie gesehen. Mit Hyaluron und Kaktuswasser. Das finde ich auch nice. Oh, süß. Make a Wish mit dem magischen Duft nach Sternenzauber von Balea. Eine Tuchmaske. No. Oh ja, geil. Die It's Waffle Time Tuchmaske von Balea. Und dann habe ich die hier. Sweet Cookie Deep Cleansing Facial Sheet Mask Enriched with Perilla Leaf Extract. Okay, kenne ich nicht. Aber ist auf jeden Fall enorm knuffig. Oh mein Gott, ich werde... Oh Gott, so viele Masken. Ma. Schön, hier mit drin habe ich was zum Lesen. Habe ich tatsächlich überlesen. Erstmal an Mama Claudi. Ich habe jetzt zwei Briefumschläge. Die lese ich jetzt partiell vor, weil es sehr persönlich ist. Ne? Wir wünschen euch alles Glück der Welt, vor allem Gesundheit. Ihr macht das schon. Wir hoffen, dass euch das Willkommenspaket zur Geburt gefällt. Ich dachte, es ist eine gute, bunte Mischung von allem. Viel Spaß damit. Ganz liebe Grüße, Sebasti. Vielen, vielen Dank. Also das ist auch eine richtig süße Karte. Mega. Also ich bin baff, ne? Für Mr. Bauchi. Eieieiei. Nein. Ach, du Verrückte. Du hast mir doch hier so ein Riesenpaket geschickt. Du Verrückte. Da hat sie mir einen Wunschgutschein mit reingepackt. Liebe Familie von Mr. Bauchi, hiermit könnt ihr eurem süßen Engel einen kleinen Wunsch erfüllen. Liebe Grüße von Sebasti und ihrem Kind. Ich hoffe, ihr findet etwas. Hallo, du hast mir doch schon voll das geile Paket gemacht. Ich finde es heftig, wirklich. Es ist nicht selbstverständlich, denn wir haben hier noch so einen Karton drin. Hallo, kleiner Sonnenschein von Lopilu. Und das ist eine richtig süße Box. Da haben wir eine Eule drauf, einen Pinguin, eine Giraffe mit Schnuller, ein Bärchen. Das ist schon sehr knuffig, ne? Hallo, Baby. Ey, du bist doch crazy. Ohne Witz jetzt, du bist crazy. Einfach crazy. Einfach crazy. Einfach crazy. Okay, Bio-Fencheltee kann ich sehr gut gebrauchen. Alles, was jetzt irgendwie Richtung Bauchweh und so weiter geht, ne? Weil das sind jetzt so die Nachwehen im wahrsten Sinne des Wortes, die ich so habe. Und da kommt es sehr, sehr gut. Also vielen Dank. Dann habe ich hier... Oh, das ist, da ist er jetzt noch ein bisschen klein für, aber das kommt dann mit der Zeit, ne? Das ist so ein Igel aus Holz, ab einem Jahr und dann kann er das puzzeln, dass man dann quasi lernt oder dass er lernt, so die Formen und so, ne? Dann hier reinzusetzen, das ist schon sehr, sehr cool. Kommt dann erstmal zur Seite, weil da müssen wir noch ein kleines bisschen warten, dass der kleine Mann groß genug ist dafür. Dann habe ich hier auch von Baby Love einen Puder Sensitive mit Calendula und Jojobaöl parfümfrei. Das kann man wirklich jetzt sehr gut gebrauchen. Dann habe ich hier drin Sien Mama Care Creme Öl Dusche mit Bio Mandelöl für alle Hauttypen. Das ist für mich. Das riecht auf jeden Fall sehr angenehm. Ja, also Liebe brauche ich definitiv. Dann ein Bio-Gute-Nacht-Tee, Kräutertee-Mischung von Baby Love. Ich glaube, das ist auch für mich. Oder ist das fürs Baby? Ist der Fencheltee, ist das fürs Baby oder ist es für die Mama? Das weiß ich gerade gar nicht. Weil ich habe jetzt nicht irgendwie... Ach so, na... Ah. Also ist ab dem 5. Monat geeignet, ideal auch als milde Erfrischung für Erwachsene. Siehste wohl. Das ist das. Okay, also du kannst es theoretisch auch dem Baby geben. Ab dem 5. Monat ideal auch als... Du kannst den Tee ab dem 5. Monat dem Baby geben oder du kannst es natürlich auch selber trinken, ne? Wusste ich gar nicht. Okay, dann habe ich hier mit drin, auch für Mr. Bauchi. Scheiß die Wand, dann ist das süß. In der Größe 74,80. Das dauert noch ein ganz kleines bisschen, bis er reinpasst. Aber ist das niedlich? Das ist so ein kleiner Strampler. Mit einem Löwen und einem Bärchen und einem Zebra. Wie knuffig. Oh. Mein Baby. Oh. So, dann habe ich hier noch eine Creme drin. Und das ist eine Gesicht- und Körperpflegecreme Sensitive mit Kamille, Panthenol und Sonnenblumenöl. Das ist von Baby Love. Und ich rieche gleich mal eben dran, weil solche Babycremes, die duften immer so gut. Riechst jetzt aber nichts.
ist ja meistens dann ja auch unparfümiert, aber halt dieses Kamille, Panthenol und Sonnenblumenöl wird man da riechen. Und mega. Finde ich klasse. Können wir wirklich gut gebrauchen. Und das, was man natürlich jetzt ultra gut gebrauchen kann, sind Windeln. Das sage ich euch. Wir testen auch verschiedene Marken. Mein Freund hat gesagt, ach, kann ich ja irgendwie morgen von Lidl auch die Windeln mal holen, dann probieren wir die aus. Ich glaube, das hier sind die von Lidl, oder? Lupilu, Premium-Windeln, Komfort, Newborn, 2 bis 5 Kilo, das passt. Das dürfte, ja, Lidl steht hier drauf. Siehst du? Kann ich meinem Freund zeigen und sagen, ha, musst du gar nicht mehr. Haben wir schon, weil wir wollen einfach die verschiedenen Marken mal durchtesten und gucken, welche uns dann am besten gefallen oder halt auch Julius am besten gefallen. Und die werden wir dann halt nachkaufen immer wieder, ne? Genau. Richtig, richtig, richtig gut. Und dann habe ich hier noch was drin. Selbstverständlich Babysöckchen. Oh mein Gott, die dürfen nicht fehlen. Oh mein Gott. 3 bis 12 Monate Babysöckchen. Guckt euch die an. Und da habe ich ja schon gesagt, ne, die ziehen wir gerne über den Strampler unten drüber und deswegen passt das gerade richtig gut. Vielen, vielen Dank. Ja, 2 Paar sind hier mit bei, einmal grau und einmal so grau-weiß gestreift. Leute, ihr seid total crazy und ihr seid wundervoll und ihr seid cool und ich weiß einfach, mir fehlen da einfach die Worte, das wisst ihr, ne? Ich kann euch nur einfach meine absolute Dankbarkeit aussprechen, weil es ist einfach nicht selbstverständlich, dass man einfach so viel kriegt. Also das ist, weiß ich selber, einfach nicht normal. ja, aber ich bin da sehr dankbar und sehr glücklich, muss ich gestehen. Ne? Das ist, es hilft uns tatsächlich und es ist für Julius auch ganz schön. Und ja, es, wie man ganz offensichtlich sieht, ich grinse über beide Backen, weil ich das einfach unheimlich niedlich und liebevoll und nett und cool finde, überhaupt diese Aufmerksamkeiten zu bekommen. Es ist nicht selbstverständlich und ja, danke. Ich habe Bock drauf, ganz viele Masken zu machen und mich zu schminken und ganz viel zu futtern und Julius in alle möglichen hübschen kleinen Strampler reinzupacken und so. Aber da passt er noch nicht ganz rein. Aber wir kriegen das hin. So, ihr Lieben, das war es jetzt hier von mir und meinem Teil 2. Bald kommt Teil 3, denn da hinten stehen noch mehr Pakete. Es ist einfach krass. Es ist einfach krass. Ich kann es nicht anders sagen. Ich bedanke mich von Herzen und wünsche euch in diesem Sinne noch einen wunderschönen Tag. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben eine Playlist mit den ganzen Videos, die irgendwas mit meiner Schwangerschaft zu tun haben. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und das vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.